Hallihallo und willkommen zu einer weiteren Folge Rating Rumble. Wir sind heute wieder am Start und wir haben dieses Team jetzt zum Abschluss erstellt. Die Regeln seht ihr wie immer rechts eingeblendet. Wer es noch nicht kennt, ja, kann ja da einfach nochmal stoppen oder so ähnlich. Oder vielleicht am besten die erste Folge angucken, da wird alles erklärt. Wir kommen im ersten Spiel gegen dieses Team hier und ihr seht schon, durchaus mit Tempo vorne ausgestattet durch diesen französischen Zweitligastürmer und Gio. Aber wir gehen 1-0 in Führung und dieses Video dreht sich, naja, nicht unbedingt um den bronzenen Renato Sanchez, aber ich habe ihn so ein bisschen dabei entdeckt, habe ich so das Gefühl. Das ist der, der den hier den Assist gibt, der gute alte Thompson. Und ja, wenn ihr das so seht, in den ersten Minuten, er gibt direkt einen Assist, kann, ja, nehme ich ja leider nicht so viel vorweg, wenn ich euch nicht so viel diesmal von ihm zeigen kann. Also schon im ersten Spiel wieder ist es Thompson und wieder ist der Ball am Ende drin. Zweite Torvorlage von ihm und dann könnt ihr euch schon fast denken, das riecht jetzt schon fast sehr nach Upgrade. Aber dieser Typ war einfach unglaublich. Also der war wirklich schon 2-3 Stufen besser als die meisten anderen Bronzespieler in diesem Team, die ich ausprobiert habe. Habe. Und deshalb, ja, ist er einfach sofort aufgefallen, seine ersten Aktionen, alles, hier seht ihr mal, er ist relativ flott, super stark körperlich und dazu noch ein ordentliches Passspiel, sein Abschluss hier nicht ganz optimal, aber jedes Mal, wenn der junge Mann am Ball war, wurde es wirklich brandgefährlich. Ich war dann mal auf der Footage-Seite von dem Kollegen und da hieß es, ja, das Rating kommt nur zustande, weil er eigentlich offensiver spielt, nur halt durch, dadurch, dass er ZM ist, ja, ist er so relativ niedriges Rating. Hier wieder Flanke Thompson, diesmal leider nicht der Abschluss, den ich mir erwünscht habe, aber weiterhin waren wir 2-0 in Führung, das war natürlich eine feine Sache. Jetzt noch die Hoffnung, ohne Gegentor zu bleiben, damit wir unseren Torwart upgraden dürfen, aber wenn er so Paraden macht, ja, da ist es dann vielleicht nicht ganz so wild. Wieder jeder Angriff läuft über Thompson, rechts, links, vorne, Mitte. Diesmal aber am Ende doch wieder ein Tor, ohne dass Thompson direkt dran beteiligt ist, sondern nur den Pre-Assist gegeben hat. Und jetzt sah das Ganze schon sehr gut aus. Ein Gegner probierte es weiterhin volle Kanne Offensive, wechselte sogar noch ein, zum Beispiel Hey Robson Kanu. Und dieser Robson Kanu bekommt dann hier den Ball und diesmal ist unser Torwart leider geschlagen, das schöne zu Null in diesem Moment dahin. Und plötzlich, ja, schien mein Gegner Lunte gerochen zu haben, denn jetzt wurde es noch offensiver und jetzt fing auch mein Keeper an, nicht mehr ganz so toll auszusehen. 3-2 nur noch und plötzlich war wieder alles drin. Naja, nicht wirklich, wir hatten noch gegen Ende hier eine Freistoßchance und unser Innenverteidiger hat hier noch die Chance, nee, Rechtsverteidiger hat hier noch die Chance auf den Treffer, scheitert und so bleibt es immerhin bei diesen Upgrades. Und ihr seht schon, Thompson direkt 9,4, perfektes Spiel von ihm. Die halbe Abwehr wird geupgradet und unser rechter Stürmer. Und dann haben wir also die ersten Upgrades des Tages auch schon hinter uns. Ja, also wie gesagt, Thompson, ich kann euch sagen, dass wir ihn noch einmal wiedersehen werden. Denn die ZDM-Position, er ist halt ZM, damit kann er eigentlich für mich beides spielen, sowohl ZDM als auch ZOM, obwohl er mir halt offensiv, wie gesagt, sehr gut gefallen hat. Und ja, jetzt zu sagen, probiert ihn unbedingt mal aus, ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber wenn irgendwer von euch tatsächlich mit Bronze-Teams spielen sollte, dann solltet ihr Thompson auf jeden Fall ausprobieren. Das steht hoffentlich außer Frage nach diesem ersten Spiel, das ihr gesehen habt. Ansonsten, ja, werden wir nochmal wiedersehen, eventuell auf der ZDM-Position. Unser nächster Gegner, ein englisches Bronze-Team mal wieder, wie unseres. Dazu aber Alex Hunter halt die Karte vorne drin im rechten Flügel. Unsere erste Gelegenheit, Tutten und dann im Nachsetzen direkt mal die Führung. Auch hier ging es wieder sehr gut los und Upgrades. Das ist ja unser einziges Ziel in dieser Serie, wenn man so will. Auch wenn ich natürlich weiterhin ungeschlagen bin und das sehr gerne so bleibt. Darf, wenn wir hier fast ein Eigentor machen, denn ja, ungeschlagen bedeutet meistens auch, dass das Rating relativ gut ist von unseren Spielern und das ist ja wohl eine Sache, die wir alle nur so haben wollen. Wieder Michel mit einer starken Parade in diesem Fall und jetzt, ja, hatten wir unsere nächste Gelegenheit. Der Ball kommt wieder zu Tutun und der linke Stürmer, der zieht in die Mitte, wird gelegt und das ist eine klare Sache. Und weil ja alle von euch gesagt haben, bei Elfmeter soll ich mal darauf achten, Spieler zu nehmen, ja, die sonst keine Tore schießen wahrscheinlich oder schwer geupgradet werden. Und einer davon ist Taylor, unser ZDM, der ist jetzt auch schon eine ganze Weile da und den würde ich auch gerne mal upgraden. Und dann macht er hier das Tor, auch wenn diese Pfeilhilfe mal wieder nicht da war, was ja manchmal doch zum Problem werden kann.
Aber in diesem Fall blieben wir stark und es stand 2 zu 0. Und auch dieser Gegner schien schon wieder fast gebrochen. Was er genau hier vorhat, weiß ich auch nicht genau. Dann dieser schlimme Fehler. Und dann geht es schnell und unser nächster Treffer folgt auf dem Fuße 3 zu 0. Ja, und wenn es einmal läuft, dann wisst ihr, ne, kann man auch einfach wunderbar kontern und tutten. Unser linker Stürmer, der ist auch einfach super schnell, macht das hier klasse, verzögert kurz und es steht 4 zu 0. Jetzt war natürlich nur so langsam im Raum, wird unser Gegner jetzt mal quitten, hat er genug oder nicht? Dann wurde hier auch noch gezaubert auf meiner Seite und ich dachte, ja, Freeman, der muss auch geupgradet werden. Aber leider Gottes trifft er das Tor hier nicht. Ja, also das größte, ich glaube, die größten Problempositionen für mich sind tatsächlich linkes und rechtes Mittelfeld, weil die einfach, ja, entweder wegen meiner Spielweise oder einfach generell mit der Formation, jetzt Fox auch, nein, auch der schafft es nicht, weil die einfach mit meiner Spielweise plus der Formation einfach nicht genug im Angriff beteiligt sind, auch wenn das hier gerade nicht so aussieht, weil fast jeder Angriff über rechts oder links eingeleitet wird, während Fox das Ding reinschlägt, das Ganze wird irgendwie, glaube ich, für ihn gewertet, könnte auch als Eigentor gewertet werden, auf jeden Fall kriegt er eine Torbeteiligung, was schon mal eine feine Sache ist, und ja, es ging ein bisschen dahin mit unserem Gegner, nochmal die Chance aufs sechste Tor, der Lupfer geht leider Gottes knapp daneben, aber am Ende bleibt es bei einem guten 5 zu 0 und endlich schaffen wir es, wie ihr seht, auch mal unseren ZDM und unseren linken Mittelfeldspieler zu upgraden, das sind, wie gesagt, zwei Positionen, die immer sehr, sehr schwer zu upgraden sind und tatsächlich auch unser Torwart wird wieder geupgradet. Der hat es sogar vom Rating her geschafft. Und von daher alles Paletti weiterhin. Wie gesagt, die Außenposition, hatte ich erwähnt, sind halt schwer, weil ja, ich spiele zwar schon über Außen, aber im Angriffsdrittel ist es dann meistens so, dass irgendwie entweder der ZUM oder doch die Stürmer das alleine regeln, weil unsere Außenspieler halt auch nicht so toll bombastisch gut sind bis zu diesem Zeitpunkt hier. Und von daher, ja, haben wir auch da nicht die höchsten Ratings, auch wenn wir links tatsächlich auch schon bei 54 sind, also das geht schon ganz ordentlich, aber auf der rechten Seite, ja, seht ihr, mit 52 nicht so das, was ich mir hoffe, vor allem wenn da vorne jetzt ein 58er-Stürmer rumturnt, da ist das Ganze schon ein bisschen problematisch. Hier seht ihr, dass ich mich ganz kurz vertue, wir sind noch nicht bei 57, aber der gute Herr von Chelsea dürfte dann auch bald sein Debüt bei uns feiern. So, das ist unser Team, mittlerweile haben wir überall schon ganz gut Progress gemacht, bis heute vielleicht auf den rechten Mittelfeldspieler und den ZDM. Das sind die zwei, die bisher noch am wenigsten sind. Und last but not least, unser dritter Gegner ist der mit dem schlechtesten Team und es war auch ohne Wenn und Aber der schlechteste Gegner, auch wenn ich das jetzt nicht despektierlich sagen möchte, sondern einfach, ja, wahrscheinlich noch ein FIFA-Anfänger. Auch das gehört dazu bei Einzelspieler. Und wir gehen früh in Führung durch ein seltsames Tor. Der wollte den Ball annehmen, aber weil Bronze First Touches so verdammt schlecht sind, ja, landet der Ball direkt mal im Tor. Und ja, ist wahrscheinlich nicht so viel vorweggenommen, wenn ihr euch auch denken könnt. Das geht relativ einseitig hier aus, diese Partie. Auch hier hätte es durchaus gerne schon ein Törchen geben können. Stattdessen aber, gerade was ich noch sage, ja, das genaue Gegenteil. Flanke, Kopfball, Ausgleich 1 zu 1. Damit ist unser Clean Sheet schon mal weg, was nicht ganz so toll ist. Und gleichzeitig, ja, wurde es ein bisschen enger hier. Aber denkst du, unser neuer Stürmer Rowe mit der nächsten Gelegenheit, es ging halt eigentlich auch, oh, sehr schicke Hose übrigens, es ging schon nur in eine Richtung, also alles andere wäre auch ein Witz gewesen in diesem Fall. Und dann gehen wir in Führung durch unseren Innenverteidiger Pask, der hier nach Eckball trifft, das ist natürlich auch eine feine Sache. Aber, ja, jetzt war tatsächlich wieder der letzte Bann gebrochen und mein Gegner war auch ein bisschen gebrochen und dann steht es halt 2 bzw. 3 zu 1 durch Jones, schon sehr früh abgeschnitten gewesen die Aktion und dann wieder, weil wir so unfassbar gefährlich waren, nach Ecken fällt auch der nächste Treffer nach einer Ecke, 4 zu 1 und es ging ein bisschen dahin mit dem Gegner, er brach jetzt schon auseinander, das ist übrigens ein verdammt cooler Pass für einen Bronzespieler hier, in den Lauf von Turner, Ball wieder in die Mitte und dann landet der Ball diesmal wieder bei Rowe. Row your boat und der trifft zum 5 zu 1 und es ging immer weiter munter nach vorne, diesmal wieder der andere Stürmer, diesmal war es Jones, aber der Lupfer sollte in diesem Fall auch wieder in den Händen des Torwarts landen. Stattdessen noch einmal Jones auf Rowe und Rowe im zweiten und das 6 zu 1 hinterher, es wurde immer deutlicher.
Und leider Gottes und den Gegner geht es halt für mich nicht nur um den Sieg in diesem Fall, sondern tatsächlich um die Upgrades. Und deswegen, ja, nächster Treffer noch weiter hinterher. Turner, unser zentraloffensiver Mittelfeldspieler, trifft hier auch schon zum zweiten Mal. Also, ich wollte unbedingt, dass Freeman noch was macht, denn der musste irgendwie ja ein Tor oder ein Assist bekommen. Das gelang auch in diesem Fall hier leider nicht. Aber ihr seht schon, irgendwie musste ich Tore erzielen. Mein Gegner spielte dann auch noch sehr offensiv. Warum auch immer man das bei 7-1 machen muss, soll mir egal sein. Dann halt mein linker Mittelfeldspieler, der noch ein Tor machen darf. Und das gelingt ihm auch. 8-1. Und damit war dann aber auch gut. 8 Tore, das bedeutet eine Menge Upgrades nochmal zum Schluss. Und wir stehen mittlerweile schon sehr, sehr gut da. Ihr seht schon wieder die ganze linke Seite, ganze Offensive, bis auf Freeman. Der Kollege will uns weiter und weiter begleiten. Also ein fast perfektes Upgrade mittlerweile. 3 Spieler, die es nicht geschafft haben. Der Rest hat es alles geschafft. Und ja, damit sind wir am Ende angelangt. Ich wollte noch ganz kurz sagen, es kann durchaus manchmal sein, dass ich vielleicht eine Position vergesse. Ihr verbessert mich da auch ja immer ganz fleißig. Problem ist meistens, dass ich mindestens immer 2-3 Folgen auf einmal aufnehme. Da ist nicht so leicht, das zu korrigieren. Sollte ich jetzt noch bei irgendwem hinterher hinken, wenn ihr das noch wisst, während ihr seht, Thompson wieder da, yay, nächstes Mal wieder der Bronze, Renato Sanchez. Ja, wenn ich noch irgendwo hinterher hinke, sagt mir Bescheid. Ihr seht schon, ich habe ein großes Problem mit dem linken Mittelfeldspieler. Da gibt es keinen einzigen, der besser reinpasst, und jetzt haben wir da irgendeinen, der überhaupt nicht reinpasst und Chemie runterdrückt. Es wird ein bisschen spannender. Und dann bis zum nächsten Mal. Bewerten nicht vergessen. Tschüss.